Frau Kolmar, wir haben nie getroffen, aber ich habe eine Frage für Sie. Warum haben Sie in 1938 entschieden, eine neue Gedichtband auf Deutsch zu publizieren, zu veröffentlichen, anstatt einen Weg draußen zu finden, einen Weg aus von Deutschland zu finden, wie so viele andere Juden? Komm, gib mir deine Hand, die liebe Hand, und komm mit mir, denn wir wollen hinweggehen von den Menschen. Sie sind klein und böse und ihre kleine Bosheit hasst und peinigt uns. Ihre hämischen Augen schleichen um unser Gesicht und ihr gieriges Ohr betastet das Wort unseres Mundes. Komm, mein Freund, mit mir, komm. Die Treppe in meines Vaters Haus ist dunkel und krumm und eng und die Stufen sind abgetreten. Aber jetzt ist es das Haus der Weise und fremde Leute wohnen darin. Nimm mich fort. Schwer fügt der alte, rostige Schlüssel im Tor sich meinen schwachen Händen. Nun knarrt es zu. Nun sieh mich an in der Finsternis, du von heut meine Heimat. Denn deine Arme sollen mir bergende Mauern bauen, und dein Herz wird mir Kammer sein, und dein Auge mein Fenster, durch das der Morgen scheint. Und es türmt sich die Stirn, da du schreitest. Du bist mein Haus an allen Straßen der Welt, in jeder Senke, auf jedem Hügel. Du Dach, du wirst ermattet mit mir unter glühendem Mittag lechzen, mit mir erschauern, wenn Schneesturm peitscht. Wir werden dürsten und hungern, zusammen erdulden, zusammen einst an staubigem Wegesrande sinken und weinen. Wie viele jüdische Deutsche überbrückte Kolmar eine große Kluft zwischen ihrer jüdischen Herkunft und ihrem deutschen Leben, zwischen Poznan und Westberlin? Ich fühle, dass ich in meinem Leben überbrücke eine ähnliche Kluft zwischen meiner israelischen Erziehung und meinem Leben in Berlin heute. Und wie Kolmar finde ich Trost in Übersetzung, in die Schaffung einer Brücke zwischen Kulturen und Menschen. Ich denke, dass wir als israelische Autoren in Berlin müssen immer überlegen, dass hier ein großes jüdisches kulturelles Zentrum war, dass Leute wie Gertrud Kolmar und andere hier geschrieben haben. Und immer, wenn wir schreiben, in Verbindung sein mit dieser Zentrum, mit dieser Geschichte, vielleicht durch Übersetzung, vielleicht durch andere Wege, aber immer das im Kopf haben. Darf ich ein Gedicht von mir lesen? Es ist von dieser Anthologie, was es bedeuten soll, neue hebräische Dichtung in Deutschland. Es ist die erste Anthologie von Gedichten von Dichter, die Hebräisch schreiben und in Deutschland wohnen, und es war ins Deutsche übersetzt. Dann schieß doch auf mich, feuer eine Kugel auf mich, in Zeitlupe, die durch alle Glieder dringt, und vermische etwas von jedem Einzelnen auf der Spitze, wie auf der Farbpalette eines Malers, der mich nackt skizziert, die Kontur des Körpers mit einer Stiftkugel nachzeichnet. Wenn du fertig bist, entsorgt die Polizei die wertlose Leiche auf der Müllkippe, und du hast
Auf der Kugelspitze ein einziges Farbgemisch, restlos mich.